So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Evil Genius 2. Es geht weiter und natürlich haben wir noch sehr viel zu tun. Wir wollten uns jetzt nicht nur an die Forschung wagen, endlich in den Keller zu gehen, damit wir unser Refugium fertig machen, sondern eben auch an die Forschung, dass die Leute automatisch rausbegleitet werden und wir nicht mehr die einzelnen Leute markieren müssen. Das wäre schon sehr praktisch. Wir beginnen die Forschung. Ja, ich habe kein Geld, ich weiß. Ich habe sehr viel zu tun. Meine Liebe, ich hätte dich beinahe Val genannt, aber das ist ein anderes Spiel. So, das ist abgehandelt. Sehr schön, dann können wir nämlich hier gleich den nächsten Auftrag annehmen. Viel Spaß. Hier müssen wir tatsächlich dafür sorgen, dass Geld erstmal reinfließt, um das wieder zu senken, den Argwohn. Aber es ist noch keine Atom-Olga unterwegs. Und ja, ich habe mir den Namen nicht selber ausgedacht. Sie heißt wirklich Atom-Olga. Die Bösewicht-Frau, beziehungsweise eigentlich ja die Gute, die wir abhalten müssen, uns zu entdecken. So, dafür haben wir nicht genug Geld, das war klar. Ja, es wird auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Moment sind wir doch relativ immer am Rande der Pleite. Wir müssen unbedingt mehr Gold einlagern. Wir müssen mehr dafür tun, dass wir eigentlich warten, bis das Gold wieder voll ist, bevor wir irgendwelche großartigen Bauaufträge oder ähnliches rausgeben. Hier war gerade der Hinweis, dass gleich wieder Ermittler kommen. Ja, ist ja gut. Und ihr seht, so langsam werden auch unsere Berichte mehr. Das heißt, je mehr Berichte wir haben, desto größer ist auch die Möglichkeit, das ein oder andere auf der Weltkarte zu erledigen. Denn wenn wir erstmal Stufe 2 von einem Netzwerk etabliert haben, wird es dort größere Aufträge geben, für die wir dann auch Berichte benötigen. Leider kann man das Maximum noch nicht steigern. Vielleicht mit der Forschung irgendwann. Bis zuletzt habe ich noch nicht geforscht. So weit bin ich noch nicht gekommen. So, aber jetzt können wir das Netzwerk hier schon mal ein bisschen befreien. 10.000 Gold, ja, ist okay. So, gib mir Geld. Ich brauche Geld. Jede Menge Geld. Ja, 20.000 für 30 Minuten. Das Ding ist einfach, wir werden später sowieso die anderen Aufträge annehmen. Nicht mehr die für 10.000 oder so, weil wir gar nicht mehr großartig die Zeit haben, den ganzen Tag auf der Weltkarte herumzustöbern. Insbesondere, wenn solche Leute hier unterwegs sind. Die werden wir gleich mal wieder markieren. I need that intruder discovered and distracted. Böser kleiner Intruder. Genau, setz dich mal hierhin. Da wird deine Entschlossenheit, nein, dein Können ein wenig runtergesenkt, während hier die Entschlossenheit gesenkt wird. Och, nee, das Können. Kommt denn das? Aber eins war doch für Können, Können, Können. Das ist alles Können. Das heißt, nur hier wird die Entschlossenheit gesenkt. Das heißt, wir müssen irgendwo dafür sorgen, auch hier wird die Entschlossenheit gesenkt, vielleicht noch eine Bar zu etablieren, damit die Entschlossenheit auch hier nochmal runtergenommen wird. So, dann kommt hier nämlich noch eine Bar mit hin. Dass, wenn sie vorbeilaufen, sie vielleicht noch einen Drink nehmen. Ah, so wie er jetzt gerade. Und seine Entschlossenheit geht immer weiter runter. So ist gut. Ja, genau. Feiert man noch ein bisschen mit meinen Schergen. Was? Okay. Es hört sich natürlich anders an, wenn man es nicht gerade auf schnell laufen lässt, weil die dann natürlich ganz normal singen. So, gucken wir mal nach den Schemes. Ja, hier müssen wir unbedingt noch ein bisschen was machen. Wieder senken. Das hier ist noch am Laufen. Bei der Atom-Olga dürfen wir auch wieder Arbeiter hinschicken. Wie gesagt, wir werden später ganz andere Missionen annehmen, die dann auch wesentlich länger laufen, weil wir gar nicht mehr die Zeit haben, so oft hier auf die Karte zu gucken. Nee, hier muss ich erstmal Argwohn wieder senken. 5.000 ist okay. Dann nochmal 3 Arbeiter hinsenden, damit die sich wieder darum kümmern, Argwohn wieder zu steigern. Nein, eigentlich Geld zu holen, verdammt. So, ein noch da. Dich brauche ich. Dankeschön. Gut, dann kriegen wir wieder jede Menge Geld und er wartet jetzt natürlich so lange, bis dort der Lockdown passiert ist. Ah, es ist so zum Heulen. Man wird den auch nicht so einfach wieder los. Der verschwindet auch nicht mehr. Das ärgert mich. Bauen wir mal noch einen Generator. Wir brauchen langsam wieder Strom. Wir sind bloß noch bei 16. Bestätigen. Da kriegen wir 24 dazu. Sind wir wieder bei 40.
Die werden wieder rausbegleitet. Sehr schön. Der hat dann gleich keine Entschlossenheit mehr. So, er wurde entlassen. Jetzt geht er. Hat er keine Lust mehr. Lohnt sich überhaupt nicht, sagt er. Und geht. Deren Können wird auch nochmal schön gesenkt. Super, vielleicht können sie sich dann nicht mehr verwandeln. Das wäre auch schön. Genau, begleite ihn mal wieder. Nein! Ihr sollt ihn doch rausbegleiten und nicht mit ihm kämpfen. Toll, jetzt hat er ein Foto gemacht. Ach, wenn er ein Foto macht, dann hat er natürlich Verdacht. Verdammt noch eins. Und er verschwindet einfach nicht. Gleich ist ein Lockdown da. Wir gucken uns mal an, was passiert, wenn der Lockdown in die Wege geleitet wird. Dann bleibt das ganze Gebiet eigentlich ohne Mission. Wir können erstmal 5 Minuten keine Mission annehmen. Und in diesen 5 Minuten bleibt es auch bei 50. Mal angenommen, wir haben jetzt also in diesem Gebiet, was ja eigentlich der Region Rums gehört, 3 solche Dinger etabliert. Und die sind alle dann im Lockdown. Alle 3 für 5 Minuten. Das heißt 150 verschiedenen Argwohnen, denn sieht schon wesentlich schlimmer aus, wenn die Leute kommen, die Bösewichte. Die versuchen uns von unseren Machenschaften abzuhalten. Ach, die Guten. Ich verwechsel sie sehr gerne. Du hast doch Hunger, warum gehst du nicht essen, um deine Klugheit wieder zu restoren? Ich verstehe dich nicht. Aber ich muss dich auch nicht verstehen. Da ist die nächste. Oh nein! Die Trümmerbola. Verdammt! Jetzt wird's schwierig. Und da haben wir wieder eine. Symmetry. Oh, oh. Das ist nicht gut. Denn damit kriegen wir jetzt noch weniger Pläne durchgesetzt. Aber wenigstens brauchen wir kein Geld mehr dafür auszugeben, den Argwohn zu senken. Sollte irgendwann der Lockdown aufgehoben werden, ist natürlich der Argwohn wieder bei Null. Das heißt, wir brauchen kein Geld dafür auszugeben und können einfach das Geld sparen. Das ist auch ganz nett. So, wir kümmern uns jetzt erstmal um weitere Möglichkeiten, unser Geld unterzubringen. Tütütütütütütüt. 42.000 geben wir dafür aus, jetzt ganz, ganz viele Geldspeicher zu integrieren und demnächst werden wir uns auch um Türen kümmern. Wir haben ja jetzt genug Strom, das dürfte überhaupt kein Problem darstellen. Und wir werden natürlich auch weitere Techniker benötigen, die alles hier instand halten und sich darum kümmern, dass Leute, die in Leichensäcke gepackt wurden, dann auch wirklich verschwinden. Research has resumed. So, gegessen wird fleißig, das ist schön. Nährt euch, werdet satt und geht mir nicht auf die Nerven. Wir könnten hier auch einstellen, dass Wissenschaftler daran arbeiten. Was es allerdings bringt, und das finde ich sehr schade, wird nicht erklärt. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Im ersten Teil gab es immer so ein Wikipedia-Lexikon, was dann links oben aufgeploppt ist, und dann konnte man das Einzelne raussuchen und wirklich Informationen dazu holen. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Es gibt zwar ein Pausenmenü, aber ich habe noch nicht gefunden, wo man so eine Datenbank hat. Es gibt Statistiken, ja, da können wir dann sehen, wie viel Geld im Prinzip eingenommen wurde, wie viel drin ist, welche besonders aufmerksam auf uns werden. Geld und Unterschlupf, was wir zuletzt gebaut haben, auch wieder nur Geld. Dann natürlich die Schergen an sich, wie viele prozentual dabei sind, wie es nach oben und unten gegangen ist. Gesundheit, Klugheit, Moral im Durchschnitt. Die Moral ist immer noch am wenigsten. Globale Aktivitäten. Bisher haben wir nur einen Plan abgebrochen. Aber das ist okay, das wissen wir auch. Die Bedrohungsstufen sehen wir auch nochmal. Dann haben wir die fiese Fibel. Dort wird alles eingetragen, was wir geklaut haben, welche Handlanger wir bisher bekommen haben bzw. kennengelernt haben. Die Beute wird mit eingetragen, wie gesagt, die Schergen werden mit eingetragen, welche wir bisher freigeschaltet haben. Die Agenten, Ermittler, Saboteure, Schurken, Soldaten, wobei ich bisher eigentlich, glaube ich, alle schon mal hatte. Superagenten werden auch mit eingetragen, das heißt die, die wir eben schon auf der Karte gesehen haben, werden dort dann platziert. Ob man die irgendwann mal ausschalten kann. Ich war schon, ich sag mal, kurz vorm Ende. Das weiß ich nicht. Das habe ich bisher noch nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, die Agenten wirklich für immer loszuwerden. Ich denke mal, das wird wirklich erst ganz am Ende sein. So, und wir werden das Sicherheitsprotokoll jetzt hier in die Wege leiten. Das heißt, sobald jemand auf dem Flur zu sehen ist, dann werden die Leute gleich wieder rausbegleitet. Genauso hier und hier. Und da. Sollten sie dahin kommen, können wir dann das hier, müssen wir natürlich auch erst erforschen, einstellen. Damit werden sie gefangen genommen und hier werden sie dann getötet. Das können wir dann hier einstellen, je nachdem, wo wir es wollen. Aber im Moment bin ich froh, wenn die überall erstmal rausbegleitet werden, bevor sie dann letztendlich zu uns kommen.
Die Frage ist auch, wo wir nachher unseren Aufgang zum Refugium hinbauen. Wir können ja mehrere Möglichkeiten dafür nutzen. Wird spannend. Nächste Forschung. Das haben wir erforscht, das wollte ich unbedingt. Und dann wollte ich noch erforschen, dass wir die Netzwerke auf Stufe 2 bringen können. Denn das müssen wir demnächst auch noch machen. Ja, ja, und wenn schon. So, und jetzt wird es auch... Genau. Gib vielleicht weniger aus oder klau mehr, um wieder mehr Gold zu haben. Das ist eine gute Idee. Wirklich. Dann holen wir erstmal die 10.000 von hier. Wir haben jetzt 95 Schergen. 97 haben Platz bei uns. 3 sind jetzt schon wieder unterwegs. Das ist okay. Wie gesagt, die kommen auch nicht zurück. Die müssen immer wieder neu ausgebildet oder rekrutiert werden. Ich werde mal die Kantine noch erweitern. Not enough gold to complete this construction. Ist nicht schlimm. So, und dann möchte ich hier einen Durchgang haben, sodass die Leute dann einfach hier durchlaufen können. Ach Quatsch, was habe ich gemacht? Raumtyp. Ich brauche doch den Kontrollraum. Der soll hier integriert werden. So. Bestätigen. Können die jetzt hier gleich durchlaufen und alles ist gut. Das werden wir dann hier auch nochmal mit verbinden. Sodass die immer die Möglichkeiten haben, einfach so überall hinzukommen. Das Geld wird von alleine mehr. Wir müssen gar nicht so viel machen. Wir müssen auch bloß noch die Wächter erforschen, dann haben wir ja alles geschafft. Das kommt auch. Nehmen wir jetzt schon mal die Aufgabe mit den Wächtern an. What we need is a little more muscle around here. You there. How much can you lift? About 70 kilos on a good day. 80 if I use both hands. Uh-huh. And how many bullet wounds can you take before you give up? One, maybe two. My point exactly. Get out there and find someone strong. Learn their secrets. Gut. Wir sollen jemanden Starkes holen, der mehr als nur eine Kugel aushält, wenn er angeschossen wird. Es ist natürlich sehr süß. Aber erst einmal werden wir hier den Artwurm senken, um hier auch das Geld wieder rauszuholen. Na, eine weitere Geldverdienen-Aufgabe brauche ich noch. Dankeschön. Ja, das Geld kommt schon wieder rein. Keine Sorge. Ich mache mir viel mehr Sorgen, dass die Typen hier überhaupt nicht mehr verschwinden. Außerdem müssen wir auch den einen Auftrag annehmen, womit wir den Wächter holen können. Und den haben wir im Moment nur in Gebieten wie diesem hier, wo eigentlich Symmetry die ganze Zeit durch die Gegend streift. Das ist äußerst unangenehm. Vielleicht sollten wir noch weitere Funkverstärker mit reinholen, beziehungsweise ein neues Netzwerk irgendwo etablieren, wo wir den Wächter auch wirklich bekommen. Hier ist nichts. Das heißt, die Wächter sind hauptsächlich in Afrika oder eben in Südostasien. Dann gehen wir doch hier hin. Erkunden. Vielleicht geht Symmetrie dann auch einfach rüber und ich kann den Argboden senken. Das wäre auch schön. Research has been paused. Ja, ist nicht schlimm. Auch unsere Wissenschaftler müssen sich hin und wieder mal ein bisschen Klugheit zurückholen, nachdem sie natürlich die ganze Zeit researched haben. Und die Leute können jetzt schneller essen gehen, besser essen gehen und die denken auch hauptsächlich nur an Essen. An nichts anderes. Aber guck mal, die müssen sich auch sehr viel Moral holen. Sehr interessant. Denn normalerweise bekommen sie das ja auch durchs Schlafen. Da sind mal wieder Ermittler unterwegs. Jetzt mittlerweile müssen wir die Ermittler selber nicht mehr markieren. Die werden ja hier vorne im Casino sowieso nicht angerührt. Also von daher kann uns das völlig egal sein. Die Ermittler selber, die werden irgendwann hier durchgehen, werden dann aufgehalten, alles gut. Genauso, als wenn wir sie markiert haben. Das braucht also nicht mehr sein. So, die Leute sind wieder fit, sind wieder geistig darauf abgestimmt, uns zu gehorchen. Und wir könnten gegebenenfalls noch einmal Genie TV in die Wege leiten, aber es kostet 15.000, ich glaub's auch doch. Nix ist. Wie viel Geld darf ich denn im Moment haben? 84.000. Das sieht schon ganz gut aus. Sobald wir bei 100.000 sind, können wir, glaube ich, auch dann in die nächste Hauptmission voranschreiten mit dem Refugium. Entführe einen Wächter von der Weltkarte.
Das können wir jetzt auch machen. Symmetry ist rübergegangen, denn hier ist ja sowieso Lockdown. Toll, ganz toll. Ach Mann, ey, ich kann die nicht leiden. Ich kann allgemein die Wächter des Guten nicht leiden. Die versauen mir immer meine ganzen Aufgaben. So, jetzt schicke ich 6 Arbeiter hier hin, damit ich wenigstens wieder ein bisschen Geld bekomme. Und ansonsten haben wir auch nicht wirklich viel zu tun. Guck mal, 3 Arbeiter für 30 Minuten, 20.000 ist okay und tschüss. Viel Spaß, geht hin. Jo. Keine weiteren Wächter unterwegs, alles ist gut, beziehungsweise Agenten, Ermittler, wie auch immer man sie nennen möchte. Die Moral wird wieder nach oben getrieben und allen Leuten geht's gut. Vielleicht sollte ich noch einen weiteren Sessel mit integrieren, aber das kostet alles Geld. Oh, kostet das Geld. Wie sieht's aus mit dem Lockdown? Ist der langsam vorbei? Er ist vorbei, sehr gut. Und sie ist noch da drüben. Die ist übrigens nur für Asien und Südostasien zuständig, deswegen kümmern wir uns jetzt hier ganz in Ruhe darum. Es ist sonst keiner unterwegs, ne? Es gibt auch einen Agenten oder sogar zwei. Nämlich den guten John Steele, den man vielleicht auch noch aus der ersten Mission, wollte ich gerade sagen, aus dem ersten Teil kennt. Der gute John Steele ist überall unterwegs. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Manchmal nimmt man hier eine Aufgabe an, plötzlich ist John Steele bei dir und du denkst so, wo kommt der denn jetzt her? Kann passieren. So, wir holen also den Wächter von dort, bekommen hier jetzt noch ein bisschen Geld mit dazu. Alles läuft, das Geld geht wieder nach oben und wir werden auch dafür sorgen, noch weitere Möglichkeiten zur Geldeinspeicherung zu nutzen. Gleich ist unsere Forschung fertig. Verbessere kriminelle Netzwerke, dann können wir die nämlich auf Stufe 2 bringen. Und wir werden zusätzlich auch noch erforschen, eine Treppe zu bauen. Ein Wächter ist auf der Insel eingetroffen. Super! Wo denn? Ist er noch gar nicht da? Wahrscheinlich ist in der Nähe der Insel zu sein mit dem Hubschrauber schon eingetroffen. Da ist er. Herzlich willkommen, Ava Koch. Gut, und wir können gleich weiterforschen. Hier kommt die Treppe. So, jetzt sind wir auf Etage 2, weil der Hubschrauber ja weiter oben ist. Wir gehen wieder auf Etage 1. Hallöchen. Na, du Wächter, du. Du hast ziemlich viel Entschlossenheit, aber die wird dir ausgetrieben. So viel ist sicher. Geht gleich mal hin, holt ihn raus, bringt ihn auf den Stuhl. Na, wieder Finger lecken? Nein. Einmal das Paket. Und was sonst noch? Deine Moral ist relativ down, kann das sein? Oh ja, die ist nur noch bei 7. Ran an Genie TV. Kostet zwar zu viel Geld, aber ich brauche es definitiv. Ihr seht es selber. Gibt genügend Leute, die ihre Moral verlieren. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, eigene Wächter zu rekrutieren. Ja, es reicht erstmal ein Teil. Kostet ja auch wieder Geld. Und die forschen wieder hiermit. Hm, piep. Das ist eine schöne Forschung, oder? Techniker wissen auch nicht, was sie den ganzen Tag tun sollen. Denn lauft durch die Gegend und heilt die Dinge. Guckt mal, die sind doch schon fast down. Weiß nicht, worauf ihr wartet. Also die Wissenschaftler, die holen sich ihre Klugheit daran zurück. Das können wir später auch auswechseln. Da gibt es nachher noch bessere Dinge, um die Klugheit wiederzuerlangen. Ah, ist das schön, dass man die nicht mehr markieren muss. Guck mal, die werden automatisch markiert, weil sie jetzt gerade hier reingekommen sind. Jetzt wollen sie auch noch prügeln. Aber den Kampf verlieren sie. So viel ist sicher. Ha, ha, ha. Vielleicht sollten wir noch einen dritten Verbrennungsofen fertig machen, falls wir doch ein paar mehr Leichen haben. Dann sind die schneller weg. Und die Leute bekommen nicht so schnell schlechte Moral. So, das läuft soweit. Hier könnten wir auch noch Geld holen. Das nehmen wir auch gleich mit. Und dann werden wir unsere Wächter mal eben rekrutieren. 1, 2, 3 Wächter für den Anfang sollten reichen. Ah, einer ist schon in der Ausbildung. Ja, genau. Mach ihm mal Angst.
Toller Wächter. Ha, bist ein ganz toller Typ. So, und auch er ist natürlich dann als Lehrer jetzt gerade eingeteilt für den Nächsten, der anfangen möchte. Und das geht wieder wesentlich schneller. Prügelt man sich ein bisschen mit einer Puppe und schon ist man der größte Kämpfer überhaupt. Gut gemacht. Jeder dieser Leute hat natürlich seine eigenen Vorzüge. Er zum Beispiel ist ein Brettspiel-Enthusiast, besitzt über 300 Brettspiele und Tabletop-Kampagnen. Wow! Freiwilliger Helfer, Arbeit ohne Bezahlung. Das ist lieb. Das bedeutet, muss ich jetzt wirklich nichts für dich bezahlen? Das wäre toll. Aber ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Das sind wahrscheinlich bloß irgendwelche lustigen Dinge. Denn man kann ja gar nicht beeinflussen, wer jetzt was wird. Und wenn ich wirklich jemanden haben möchte, der freiwillig arbeitet, ohne bezahlt zu werden, dann muss ich genau die Leute ja auch zur Ausbildung schicken, weil die ja eigentlich die sind, die wir bezahlen. Die Schergen an sich, die kriegen ja keine Bezahlung. So, eine Welle von Ermittlern ist eingetroffen, war eben als Meldung unten und da wissen wir, ah, mit dem nächsten Schiff kommen wieder neue. Tote, unfähige Ermittler, 3 Stück. Toll, das hatten wir eben. Aber die können wir ja auch jetzt nochmal verprügeln, ist ja überhaupt kein Problem. Vor allem dürfen wir jetzt vielleicht sogar schon den Wachstand bauen. Nee, dürfen wir noch nicht. Und wir sollten, oh ja, Feuerlöscher integrieren. Sollte es wirklich mal brennen, weil die Bösewichte meinen, ich fackel mal die ganze Bude ab. Das kann passieren. Dann sollten wir Feuerlöscher an jeder Ecke und jeder Stelle haben. Denn jeder Feuerlöscher sorgt dafür, dass ein Minion sich den schnappt und das Feuer löscht. So, 7500. Gebe ich gerne dafür aus, dass wir ein bisschen sicherer leben. Ermittler sind wieder unterwegs. Ist okay. Währenddessen gucke ich mich mal ein bisschen um. Symmetry macht hier wieder alles kaputt. Hier läuft's noch. Da können wir aber 5000 Gold integrieren. Hier ist noch kein Bösewicht bzw. Superagent unterwegs. Und wir warten darauf, dass die nächste Aufgabe kommt, mit der wir wieder Geld bekommen. Ja, komm, nehmen wir mal den großen Plan. Ist okay. Während ein Plan läuft, kommen keine Superagenten auf die Idee, dort in das Gebiet zu gehen. Das ist sehr, sehr praktisch. Ihr habt nur 15 Entschlossenheit. Was ist das denn? There's an intruder here. Distract them for me. Ich werde die trotzdem einmal kurz markieren. Locate and distract that intruder. I want you to distract that intruder, if you can find them. Ach, das ist von den kombinierten Mächten. Das heißt, die schicken alle gerade Leute. Ich verstehe. Aber vielleicht sind die umso leichter dann auch wegzubringen. Ah, warte, nein, die müssen wir doch kaputt machen. I have reports of an intruder in the lair. Kill them.